Liebling, wann müssen wir in der Philharmonie sein? Um 8. Wenn wir nicht hetzen wollen, müssen wir jetzt das Haus verlassen. Ich bin fertig. Dann können wir ja gehen. Ja. Und warum kommst du nicht? Weil du da noch liest. Ich lese hier nur, weil du deine Fingernägel lackierst. Solange du da noch liest, kann ich mir wohl meine Fingernägel lackieren. Solange du deine Fingernägel lackierst, kann ich wohl noch lesen. Wie spät ist es denn? 7:30. In einer halben Stunde fängt das Konzert an. Ja. Aber du möchtest eben lieber noch lesen. Ich möchte eben nicht lieber noch lesen. Du weißt ja auch nicht, was du willst. Karl-Heinz? Ja? Ich wollte nur sagen, an mir liegt es nicht. Also dann gehen wir und zwar sofort. Möchtest du, dass deine Frau heute Abend einigermaßen hübsch aussieht? Ja. Dann hetz mich nicht! Moment! Ich habe gesagt, dass wir jetzt das Hotel verlassen müssen, wenn wir nicht hetzen wollen. Und da hast du gesagt, dass du fertig wärst. Und da habe ich gefragt, warum wir nicht gehen. Und dann hast du gesagt, dass du nur wartest, bis ich aufstehe. Und da habe ich gesagt, dass ich so lange sitzen bleibe, bis du fertig bist. Ich hetze dich also eben nicht. Warum bist du denn so gereizt? Gereizt? Ich bin nur immer wieder überrascht von der Tatsache, dass Frauen den Sinn für einfache, klare Zusammenhänge offensichtlich verloren haben. Aha. Sie wissen eigentlich nie, worum es geht. Jetzt geht es zum Beispiel darum, dass wir pünktlich ins Konzert kommen. Nein, darum geht es eben nicht. Es geht um die Frage, warum Frauen am Kern einer Sache grundsätzlich vorbeidiskutieren. Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.